Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mal etwas bestellt. Ja, das ist mein allererstes mal wieder für dieses neue Jahr 2023. Eigentlich wollte ich ja nichts mehr bestellen, aber das hat mich so angelacht, dass ich das bestellen musste. Ich habe diese Barbara-Box bestellt. Da waren zwei für eins gewesen, für 30 Euro rund gerechnet. Also 29,95 € gewesen. Genau, heute sind die bei mir angekommen und ich werde euch zeigen, was alles Schönes drin ist. Ich hatte hier so ein Barbara-Heft drin gehabt. Genau, das war zuerst. Das hier kostet 4,90 €, ist von November. Genau. So, und dann werden wir die erste Box mal öffnen. Hier ist die erste Box. Ich habe auch noch nicht hineingeschaut. Wir werden die zusammen öffnen. Seht ihr, hier ist noch die Schleife und der Klebi noch drinnen. Ein schönes weißes Band. Ich habe eigentlich, glaube ich, noch nie bei der Barbara Box bestellt. Nee, hatte ich noch nie. Nee, das ist mein allererstes Mal. Ich habe noch mal schnell den Klebi aufgemacht. So. Und hier ist der Inhalt. Das sieht schon mal richtig mega gut aus. Stell ihn mal hier hin. Hier haben wir ein Heftchen. Das ist von Monat 5 ist das. Genau. Vom Monat 5 2022 ist sind die Produkte. Hier sind auch Produkte drinnen, die drinnen bestimmt sind. Müssen wir mal schauen. Genau, hier ist noch so eine Beschreibung drinnen. Genau. Was steht sonst noch hier Schönes? Viel Spaß mit dieser Box. Okay, das riecht ein bisschen. So, wir fangen mit dem ersten an. Das ist etwas zum Naschen. Das sind einmal Bio-Soja in Zartbitterschokolade, vegan und laktosefrei. 50 Gramm sind drin. Das sind die hier. Ja, ist eine gute Größe zum Ausprobieren, finde ich. Zum Probieren mal. Zartbitter ist so und so nicht mein Geschmack so richtig. Aber ja, wir wollen trotzdem mal hineinschauen. So, was steht hier? Die Bio-Soja in zwei Zartbitterschokolade. Für eine schokoladige Versuchung für zwischendurch die österreichische Sojabohne trifft auf 100 hauchdünne Schichten von feinster Bio-Schokolade. Für alle Zartbitter-Fans mit einer Vorliebe für knusprige Naschen ohne schlechtes Gewissen. Genau. 50 Gramm kosten 1,99 €. Mal ganz kurz, das ist mir noch ein bisschen zu dunkel. So, das ist schon mal besser. Genau, hier steht es auch noch mal da. Genau, hier steht auch so eine Internetseite, wo man es auch bestellen kann, wenn man das gerne noch weiter essen möchte, also noch mal nachkaufen möchte. Genau, das ist das allererste Produkt. So, dann kommen wir zum zweiten Produkt. Wir schauen mal. Hier ist ganz viel gekritzelt. Kritzelpapier. Hier noch etwas drin. Ist das hier der hier? Ja, da haben wir ein Produkt, ein Lip Maximizer Extrem Volumen Gloss von Love. 3 Milliliter sind drin. Das ist einmal das hier. Genau, wir werden mal gucken. Hier steht auch etwas auf Deutsch. Aufgepolsternde Lipgloss mit sofortigem plumpigen Effekt und sichtbar voller Lippen verleiht extremen Glanz mit kühlendem und prickelndem Effekt. Enthält mental nicht auf empfindliche oder gereizte Haut anwenden. Ist ein kühlender Effekt. Das werde ich mal ausprobieren. Ein kühlender Effekt. Ich kenne das immer nur, dass die so prickeln. Ich schaue mal rein. Oh, das ist so einer. Mit so einer wunderschönen Farbe. Ist so ein ganz heller mit ganz viel Gold und Silber. Ja. Ist ein tolles Produkt.
Man hätte auch zwei andere Farben drin haben können. Ich habe jetzt das. Was, welche Farbe hatte ich jetzt? Ich schaue nochmal. Achso, ich hätte das hier gehabt. Das hier. Okay. Also ich zeige euch mal das Produkt. Also man kann von den drei beiden drin haben. Ich habe das hier. Man hätte auch noch die zwei drin haben können. Genau. Und dieses Produkt kostet mit 3 Gramm maximiert Volumen. Achso, 8,99 € kostet das Produkt. Genau. 8,99 €. Geht aber für den Preis ist das in Ordnung, finde ich. Welche Farbe ist das jetzt genau? Steht hier noch eine Farbbezeichnung? Ach no, No 100 Gold Dream. Also die 100 habe ich, die hier. Genau, hier stehen noch alle verschiedenen Sorten von den anderen zwei noch mit hier drinne. Aber okay, wir schauen mal weiter. Was haben wir hier noch drin? Hier haben wir einmal etwas von Pfeiler Germani. Einmal das hier. Wir wollen mal reinschauen. Das ist auch zugeklebt. Aber irgendwas riecht hier drinne so. Wir schauen mal rein. Entschuldigung fürs Klappern außerdem. So, genau. War das jetzt alles? Ja. So, das dritte Produkt. Was ist das hier? Nee, das riecht auch nicht so. Ah, okay. Okay. Das ist ein. Ja, ich zeig's euch erstmal. Sieht aus wie ein Lappen. Und hinten mit einem anderen. Nee, das gleiche Muster drauf. Genau, alles das gleiche. Ja, schön weich. Also richtig schön weich. Auch zum Abschminken kann man das vielleicht benutzen. Ich gucke mal, was hier drauf steht. Pfeiler et Pix den Wild. Entdecken Sie das quadratische i-Tüpfchen aus samtischen Chenille. Pure Sanftheit für die Sinne zum Abschminken, Abtupfen für die schonende Reinigung von künstlichen Wimpern oder für der Herren zur Bartpflege für ein optimales Hautgefühl. Genau, das kostet 13,50 €. Ist auch schon ein halbes Stückchen. Sieht man? Ich zeig's euch mal. Einmal. Ich habe hier einmal komplett die Sonne. Ist ein gutes Produkt, schön weich, aber richtig schön weich. Hier ist auch noch mal so ein Flyer. Man kann das auch noch in größer bestellen, wenn man es gerne möchte. Also so ein großes Badehandtuch oder so. Aber das ist mega. Mega, mega gut. Finde ich super. So, dann kommen wir zum, ja, zum vierten Produkt. Das ist einmal etwas Großes. Das habt ihr bestimmt schon gesehen. Von Schwarzkopf Kliskur verführerisch lang. Lang Haar schützt 2-in-1 Haarkur. Das ist gut. Das ist einmal dieses Produkt. Ich habe das jetzt gerade in der schwarzen Verpackung, also komplett schwarz für meine Haare. Ja. Für langes, geschädigtes Haar. Ja, ist in Ordnung. Das werde ich auf jeden Fall mit austesten. Hier sind 300 Milliliter drin. Ist aber ein gutes Produkt. Gerade so groß. Wie viel kostet das? 3,99 €. Ja, so wie im Laden auch. Genau. Hier Kliss-Kur 2-in-1 Langhaarschutzkur bringt Ihr Haar zum Strahlen. Die 2-in-1-Kur ist speziell auf die Bedürfnisse von langem Haar abgestimmt, bietet Schutz vor trockenem Haargefühl und schenkt Ihnen fühlbar geschmeidiges Haar. Die Rezeptur mit Biotin, Komplex und weiter voller Flavonoide
Pfingstrosenextrakt. Ach, ich kann heute nicht mehr lesen. Keine Ahnung, heute ist bei mir aus. Ich repariert geschädigte Haarlänge und befreit das Haar vor einem fettigen Ansatz. Okay, werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Ich finde die sehr, sehr gut. Ich mache das ja immer nach meiner normalen Haarwäsche drauf, lasse es immer ein bisschen drauf und dann spüle ich das richtig runter. Und das ist sowas von gut. Also man kommt damit wirklich sehr, sehr lange hin. Ich habe jetzt meine schwarze, wartet mal, im Dezember, glaube ich, aufgemacht. Anfang Dezember. Anfang Dezember, ja. Und jetzt haben wir schon Januar. Genau, schon, ja, Ende Januar und Februar dann noch. Also die ist noch komplett halb voll bei mir noch. Also wird es auf jeden Fall noch bis Februar oder bis März bestimmt noch reichen. Ich benutze ja auch nicht so viel, auch wenn ich langes Haar habe, aber ich brauche gar nicht so viel benutzen. Das finde ich toll. So, dann haben wir ein Produkt, das finde ich richtig spannend. Also vom Design auch richtig spannend. Betty Barley Creme Away Creme Dusche. 75 Milliliter. Ist einmal das hier. Sehr spannend. Also dieses Muster sieht schon mal richtig, richtig schön aus. Riechen tut es auch gut. Cremedusche ist das auf jeden Fall. Aber ich finde, ich möchte gerne mal Cremeduschen ausprobieren. Cremeduschen. Weil ich hatte die noch nie ausprobiert, weil meine Haut unten an den Füßen immer sehr trocken sind. Und ich mag das einfach nicht, das Eincremen danach. Ich bin ein bisschen faul, ich sag's ehrlich. Aber ich möchte das gerne mal ausprobieren, Cremeduschen auszuprobieren. Ich hatte schon mal so ein komplettes Öl ausprobiert mit so einem Cremeöl. Aber das, nee, danke. Das habe ich dann zum Baden benutzt, aber nicht mehr zum Körper. Da war meine Haut richtig fettig gewesen. Das mag ich überhaupt nicht, wenn meine Haut fettig ist wie komplett. Also hier hinten steht die Cremedusche von Betty Quill Dream Ami reinigt ihre Haut sanft und bewahrt ihre Feuchtigkeitsbalsam. Ein verwöhnendes Duscherlebnis für eine seidenweiche Hautgefühl. Ja, dieses Produkt kostet, ja okay, sind jetzt nicht jetzt, hier sind nur 75 Milliliter drinnen. Und bei 150 Milliliter kosten 10,75 €, aber dann müsste das ein bisschen günstiger kosten. Hier ist ja nicht komplett der Wert drauf. Ja, aber die wird auf jeden Fall ausprobiert. Genau. Steht sonst noch irgendwas da? Mit diesem verwöhnlichen Cremedusche werden ihr Traum warm. Ja, okay. Dann haben wir noch etwas Schönes drin. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal das ganze Gekrissle mal wegräumen. Mal in die Tüte rein. Also das ist ja was Schönes. Also das werde ich, glaube ich, zum Schminken benutzen, wenn ich meine Crememasken benutze. Kurz, Moment. Ich werde das mal auspacken. Das ist so ein kleines Herz in Glas. Ja, ist ein Glas. Und da will ich mir gerne meine Crememasken reinmachen. Finde ich toll. Also ich finde es richtig hammergeil, dass so ein Glas mit einem Herz drin ist. Finde ich super. Habt ihr toll gemacht. Also, also die ganze Box sieht schon richtig toll aus. Ja. Genau. Also die Box finde ich super. Also jetzt zum ersten Eindruck, und das ist erstmal noch die erste Box. Ich habe ja noch eine Gratis-Box. Hier steht für dieses, hier steht In Love drinne. Hier steht viel Fall in Love Schmuckteller. Ein Schmuckteller. Mit dieser süßen Schale haben Sie Ihre Okay. Immer griffbereit, also Schmuck immer griffbereit. Ringe, Ketten, Haarklemmen, Ohrringe oder Armbänder können Sie bestens darin verstauen. So hat nicht nur das lange Suchen ein Ende, sondern auch das Entwirren der Ketten gehört der Vergangenheit. Super. Wie viel kostet das? 14,95 €. Das kleine Herz.
krass. Boah. Also so hätte ich mir das nie gekauft für 14,95 Euro. Also fast 15 Euro für das Kleine. Schon krass. So, dann habe ich hier noch etwas drin. Ne? Das ist aber ein Parfüm. Und deswegen riecht die Box auch so. Das ist einmal von Nian Elixir Absol. 50 Milliliter ein Parfüm ist das. Ich werde das mal aus der Verpackung mit euch nehmen. Ja, das ist das, das so riecht ganze Zeit. Also so riecht das sehr, sehr gut. Guckt mal. Da steht auch noch was drauf. Super. Ist eine geile Verpackung, finde ich. Auch hier hinten. Ja. Also das, so sieht das Verkorkung aus. Sehr edel. Elixier absolut. Okay, wollen wir mal sprühen. Okay. Wir lassen mal ganz kurz den leichten Duft mal verfliegen. Aber so wie das jetzt riecht, ist es ein. Oh, ich liebe es. Ich liebe ja süße, richtig süße Parfüms. Ich kann die wie im Sommer, wie im Winter immer, immer tragen. Hier steht, für eine perfektes, ach, perfektes Dufterlebnis. Der Duft überzeugt durch seine elegante Weiblichkeit und macht seinen Namen aller Ehren. Das stimmt. Der feminine Flakon, das hochwertige Design gepackt mit einem alten atemberaubenden Duftkreation, Mensch. Macht es zu einer unvergleichlichen sinnlichen Versuchung. Dieses Parfüm kostet 9,95 €. Also das geht, finde ich. Also für den Preis könnte ich das immer wieder nachkaufen. Ist ein super Produkt. Ich zeige euch nochmal das Herz und nochmal das andere Produkt. Das Parfüm. Das ist mega. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, schon zum letzten Produkt. Das einmal von Avant. Also ich wollte gerne schon lange mal Avant ausprobieren, aber ich habe das mir irgendwie nicht gekauft. Keine Ahnung. Hier habe ich einmal ein sehr Butter Hyaluronic Vitamin B3 Seawater Sweet Almond. Was ist das? Hyaluron Creme oder irgendwas ist das? 50 Milliliter sind jetzt hier drinnen. Zum Glück habe ich ja meine Anleitung. Da steht noch was auf Deutsch. Was dieses Produkt hier ist, genau. Hier steht der Feuchtigkeit-Kick für Ihre Haut, die Anti-Akrik-Feuchtigkeitscreme mit Hyaluronsäure nährt Ihre Haut und verbessert zudem das Erscheinungsbild von vergrößerten Poren. Ungleichmäßige Hautton, Feinlinien und matten Hautbakterien. Für die Anwendung im Gesicht, insbesondere der Augenpartie. Okay, ein bisschen in die Augenpartie. Ich will mal gucken, ob das zu ist. Ja, das ist zu. Sonst hätte ich mal geschnuppert, aber geht nicht. Also, wir haben echt tolle Produkte drin und dies hier kostet 112 Euro. Krass. 112 Euro, das kleine bisschen. 112. Zeig's euch nochmal hier. Genau, das ist das. So, wir haben eigentlich sehr tolle Produkte drin. Ich zeig euch nochmal. Das ist was hier von Avan fürs Gesicht. Dann die wunderschöne, das schöne Herz. Dann haben wir hier das schöne Parfüm, was mega riecht. Dann haben wir hier noch das Schminktuch. Dann haben wir hier so ein Lippenpflege, sowas, dass es schön kühlt. Schön im Sommer. Im Sommer finde ich das sehr gut. Gerade wenn es sehr warm ist.
Dann haben wir die Bio-Soja in Zartbitterschokolade. Dann haben wir hier noch diese Cremedusche. Und dann für die Haare von Clisscore. Also super, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Produkte. Also mega gut für 8 Produkte, top. So, jetzt werden wir mal in diese andere Box hier reingucken. Die ist noch zu komplett. Ich muss mal gucken, ob ich die aufbekomme. So. Ich werde die mal ganz schnell öffnen, dann bin ich wieder da. So, meine Lieben, also hier ist einmal Werbung drin gewesen und noch so ein großes Heft von Barbara. Das kostet auch 4,90 Euro. Ja. Ist hier noch was drin? Nö, da ist jetzt nichts Besonderes drin. Und hier ist die Gratis-Box. Die Barbara-Box. Das ist jetzt die Gratis-Box, die ich ja bekommen habe. Und das Blaue, guck mal. Voll cool, oder? Mit dem Muster. Ich finde die Hammer cool. So, hier ist auch wieder ein Schleifchen. Das werden wir wieder öffnen. Ich mache noch schnell das Klebi auf. Also hier sind auch wieder tolle, tolle Produkte drin. Schaut mal hinein. Also mega Produkte. Hier ist wieder ein Heftchen. Das finde ich sehr gut, dass hier die Heftchen dabei sind, was alles hier Schönes drinnen ist. Also wir wollen anfangen mit ein erstes Produkt. Wartet mal. Ich muss mal kurz wieder das ganze Zeug hier wegräumen. So. So, dann fangen wir mal mit an mit den schweren. Hier ist einmal das hier. Das ist sehr, sehr schwer. Wie viel sind denn hier drin? 500 Gramm Mineralinfusel. Okay. Okay, wir gucken mal, was das genau jetzt ist. Genau, hier steht da was in diesem schlauen Heftchen. Ja, drin zum Glück. So. Dieses Produkt kostet 18 Euro, 500 Gramm. Mineralinfusit, totes Meersalz. Die Rettung bei Ekzemen und Schuppenflechten. Das Salz ist mit Mineralien aus dem toten Meer in Jodanin angereichert und enthält so bis zu 10-mal mehr Mineralien als normales Meersalz. Dieses Mineralien helfen bei der Wiedererstellung der Gesundheit von Körpern, Haut und Muskeln. Zudem sollen Entzündungen, Rötungen, raue Haut und Unwohlsein durch das Salz gelindert werden. Ein natürliches Peeling, das in Kombination mit seinem hohen Natriumgehalt abgestorbene Hautzellen und Schuppen ablöst und sowohl am Körper als auch an der Kopfhaut angewendet werden kann. Also Körper und Kopfhaut, okay. Okay, wollen wir mal einfach austesten, aber sehr schwer ist das. Juckt. Ganz schön schwer. So, dann haben wir ein zweites Produkt. Wo ist das? Ach ja. Das ist einmal ein Parfüm ist das. Das ist einmal dieses kleine Parfüm. Hier sind 10 Milliliter bestimmt drin, oder? Ja, 10 Milliliter für 23,90 Euro. Okay. Also das andere riecht ja schon mega. So sieht der Flakon aus. Warte mal, muss ich das erst auch machen? Ja. Okay, riecht sehr anders, nicht süßlich. Ich werde es mal drauf sprühen. Also, ups. Hier. Okay. Sehr stärker. Ja, kann man in Ordnung, ist das noch.
Ich mag auch so die süßeren, aber die ein bisschen. Also das riecht sehr gut. Ein strahlender Duft, der ihre Sinne verführen wird. La vie est belle soleil cristal eau de Parfüm prickeln neun was Nuancen der Mandarinen verleihen dem Duft frischen Ergebnis. Werden sie von Noten weißer Blüten, Mandagassischer Vanille und Patchouli aus Bali. Okay, riecht gut. Okay. Schaut mal. Also, das kenne ich noch nicht wirklich, aber ich werde es mal testen. Also, so riecht es jetzt wirklich nicht schlecht. So, dann habe ich hier noch etwas von Vaseline. Ein Lipbalsam. Okay, Original Lipbalm. Hier sind 10 Milliliter. Ja, kosten 2,49 €. Das ist einmal das hier. Ja, hier steht jetzt auch nicht wirklich weiter. Ja, Feuchtigkeitsboost für trockene Lippen ist das. Genau, das ist super. Dann haben wir etwas drinne von wem? Also ich zeige es euch erstmal. Von denen hier. Ich glaube, glaube ich, den Mann. Salat und Bowls. Dressing-Dip-Sauce. Würzig und fertig. Ruckzuck lecker. Natürlich genüsslich. Was ist das? Die Mischung für kulinarische Salat liebt sie Dips. Sollen. Die Soßen sind verzaubert, auch für zarte, schmelzende Kräuterbutter. Und verfeinert Dressing, Dringabwechslung in dein Bowl. Herzhaft würzig mit leichter Schärfe und zart-feuchtig Note. 80 Gramm kosten 7,99 €. Okay, ist super. Werde ich mal ausprobieren. Also das Produkt kenne ich auch noch nicht, aber man lernt immer neue Produkte dazu. Hier haben wir ein Produkt von Dr. Serin Vitamin C Hyaluron, ein Serum. Okay, 50 Milliliter kosten 24,10 €. Genau. Wir wollen mal reinschauen. Also ist ein Serum. Ja. Für eine straffe, glatte Haut. So sieht das Flakon aus mit so einem Glas. Ist auf jeden Fall Glas. Ja, dafür brauche ich jetzt auch nichts vorzulesen. Ist aber ein sehr tolles Serum. Werden wir mal zusammen ausprobieren. Also, ich werde es auf jeden Fall testen und mal sagen, wie es so ist. So, was habe ich denn noch hier drin? Hier sind so viele schöne Produkte drin. Echt hammergeheim. Hier habe ich ein Produkt von Lumen, ne? Lumenlende Nordhydro. Das kann ich nicht lesen. Hier sind 150 Milliliter drin. Ist einmal das hier mit so einem Pumper. Das sieht wirklich sehr gut aus. Ja. So, wir wollen mal gucken, was das Schönes ist überhaupt. Das Produkt sieht auch richtig schön aus. Guckt mal. Mit den ganz weißen. Sieht Hammer aus. Ist vegan. Ein Cleanser. Ein Cleanser. Cleanser. Ja, ist ein Cleanser. Verwöhnen Sie Ihre Haut mit dem luxuriösen Milchölreiniger. Ach so, Milchreiniger. 150 Milliliter kosten 16 Euro. Ist toll. Werden wir ausprobieren. Mega Produkt. Dann habe ich hier noch ein großes und auch so ein schweres Produkt. Das ist einmal von Sebamed. pH-Wert 5,5.
Eine Pflegedusche. Eukalyptusminze. Oh, ich liebe Eukalyptusminze. Schaut mal, richtig, richtig gut. Hier sind 250 Milliliter. Das kann man sich lange damit duschen. Das kostet 3,75 €. Geht aber für den Preis. Ich will mal gucken, ob das offen ist. Ist gut. Wird bei mir bleiben. Ja, eine Pflegedusche. Ja, ist super. Reinigt, mild und pflegt empfindliche Haut. Besonders schonend. Unterstützt die Feuchtigkeitsbalsam der Haut. Medizinische Hautpflege. Nachhaltig Verpackung. Limitierte Edition. Oh, eine limitierte. Also finde ich gut, auch nachhaltig mitgedacht haben. So, dann haben wir hier etwas zu trinken. Etwas von Rabenhorst. Schützt mit Zink für das Immunsystem und den Zellenschutz. Zink und Vitamin C ist einmal drin. Das ist was zu trinken. 125 Milliliter kosten 99 Cent. Ist in Ordnung. Werden wir mal zusammen ausprobieren. Klein, aber fein. So, dann habe ich etwas Niedliches drin. Aber da bin ich froh, dass ich genau dieses erwischt habe. Das ist einmal ein Produkt von Pepmelon. Das ist einmal so ein. Das ist Holz. Das ist richtiges Holz. Hier kann man zwei verschiedene bekommen. Einmal mit den Augen auf und einmal mit den Augen zu, wo das schläft. Hier steht Miau, niedliches Kätzchen. Korken Untersetzer. Mensch, jetzt habe ich es. Korkenuntersetzer. Sieht cool aus. Aber werde ich nicht dafür benutzen. Das wird als Deko hingestellt. Kostet 4,95 €. Ja, ist in Ordnung für den Preis. Dann habe ich etwas von Uriage. EAU Thermal Creme. Einmal das hier. Hier sind 50 Milliliter, kosten 6,90 €. Boah, so ein kleines Ding kostet 6,90 €. Okay. Ist eine Creme. Aber für was? Eine Handcreme. Ah, eine Handcreme. Super. So, und so teuer, so eine Handcreme. Krass. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Produkt. Ich muss noch mal rum. Das ist einmal hier. Hier von John Frieda. London, Paris, New York. Fritz. Wunderreparatur. Shampoo. Ein Haarshampoo. Krass. Hier sind 50 Milliliter drin und kostet 1,99 €. Ist in Ordnung. Originalgröße 250 Milliliter kosten 6,99 €. Ist auch noch in Ordnung. Ja. Ja, meine Lieben, das war das kleine. Also das kleine Unboxing. Also das sind richtig tolle Produkte. Ich zeige euch nochmal alle, die jetzt hier drin waren. Einmal das Trinken mit den Vitaminen. Hier ist einmal das Cleanser. Das Reinigungsshampoo. Dann haben wir hier das Serum. Hier haben wir die Handcreme. Hier haben wir das Shampoo. Hier haben wir den Dosen. Also kann man eine Tasse drauflegen. Hier haben wir so ein Gewürz für Salate. Hier habe ich eine Vaseline. Entschuldigung, das hat schon wieder geleckt. Keine Ahnung warum. Eine Vaseline auf jeden Fall. Hier ist noch ein kleines Parfüm, was gut riecht. Hier haben wir eine Pflegedusche. Mega. Und einmal dieses, ja, für den Körper zum Peelen oder auch für die Haare, so wie wir es gesagt haben. Okay. Also haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, 11 Produkte drin gehabt. Ja, 11 Produkte. Also das ist eine tolle. Also für 30 € für zwei Boxen, also eine Gratisbox für 30.
30 Euro habe ich jetzt gerade gesagt? Ja, für 30 Euro. Ist mega gut. Also ich finde die Boxen sehr gut. Also wenn nochmal sowas kommen würde, ich würde auf jeden Fall sowas nochmal bestellen. Das sind tolle Produkte, die man auch mal austesten kann, die ich noch nie so wirklich getestet habe. Genauso, ich habe auch noch nie einen Cleanser ausgetestet. Das bin ich echt gespannt daran. Ja, genau. Und hier auch das hier habe ich auch noch nie gehabt. Und wisst ihr, was ich meine? Die Boxen sind eigentlich immer richtig schön. Auch das hier. Ich kenne den Typ, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Der kommt aber meistens manchmal im Fernseher. Habe ich den schon mal gesehen. Ja, also sehr tolle Produkte. Für 30 Euro muss der Mindestlohn, also von den ganzen Boxen, auf jeden Fall schon drüber sein. Schon mega gut. Also wenn das hier schon alleine das Produkt, das Serum schon 24,10 € kostet, hat man die Box schon alleine raus. Und durch das Ahu oder sowas, wie das hieß, hat man die Box schon zweimal raus. Also ich finde das mega gut. Also tolle Produkte, auch die Boxen sind richtig schön. Das Design und alles drum und dran, mega, mega gut. Also ich kann nur sagen, top. Ich werde jetzt die Produkte ausprobieren, ob die auch so gut sind. Und ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, also in die Kommentare mal schreiben, wie ihr die Boxen so fandet. Also die zwei, ob ihr die auch nochmal nachbestellen würdet. Ich glaube, man kann die noch bestellen. Also ich hatte die jetzt noch gesehen. Ich werde, wenn ich den finde, den Link unten euch in die Infobox mit reinlegen. Da könnt ihr gerne mal nachschauen. Ich habe auch keinen Versand bezahlt. Keinen Versand, der war frei. Genau, der war frei gewesen und der Link ist unten. Und ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr von der Barbara Box so findet. Oder ob ihr die auch schon im Abo habt, wie ihr die so findet. Ob die so in Ordnung ist, die Abo-Boxen von der Barbara Box. Ja, mal gucken. Vielleicht werde ich dann auch mal so eine Barbara Box in mein Abo nehmen. Ja, dass die jeden Monat so mal zu mir kommt und dass ich die mal testen kann. Bin ich echt gespannt darauf. Und ja, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, auch wenn ihr das Video schaut. Und ich sage jetzt Tschüssi, habt noch einen wunderschönen Tag. Und ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Ich sage jetzt Tschüssi.